Willkommen bei Bavmo, schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. In unserem heutigen Video geht es darum, weswegen wir uns schon bald gar keine neuen Autos bzw. jüngere oder gar ältere gebrauchte Autos mehr leisten können. Wenn ihr also wissen wollt, was aktuell so schief läuft, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der endgültige Umbruch. Wie sicherlich jeder von uns schmerzhaft feststellen musste, klettern die Preise derzeit von allen Gütern in die Höhe. Grund dafür ist die aktuelle wirtschaftliche Situation auf unserem Kontinent. Jeden Monat versorgen wir euch mit Gebrauchtwagen-Tipps und müssen bei unseren Recherchen immer wieder feststellen, dass der Preisanstieg aktuell gar kein Halten mehr kennt. Der Gebrauchtwagenmarkt ist also momentan eine Goldgrube. Jedenfalls dann, wenn man seinen Kiesplatz nicht gerade mit irgendwelchen Luxus- oder Sportwagenkarossen zupflastert. Nein, vielmehr sind gebrauchte Alltagsfahrzeuge gemeint, denn diese sind derzeit so dermaßen teuer, dass man sich die Frage stellt, wer überhaupt bereit ist, solche Preise für solche Fahrzeuge zu zahlen. Die Antwort: potenziell jeder, der auf ein solches Fahrzeug angewiesen ist. So kosten gammelige Kleinstwagen mit 3-Zylinder-Motoren und 220.000 Kilometer auf dem Tacho mittlerweile irgendwas zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Aber woran liegt das? Klar, die Inflation hat einen sehr großen Einfluss auf die Preise aktuell, aber was heute noch das größere Problem ist, ist der Chipmangel der letzten Jahre. Die Nachwirkungen der Chipkrise haben nicht nur die Konsolen, Kamera- und Smartphone-Hersteller getroffen, sondern auch die Autohersteller. Und zwar so richtig. Bis heute haben Fahrzeughersteller massive Probleme mit der Produktion von Neufahrzeugen hinterherzukommen. Wenn man ein Fahrzeug bestellt, bekommt man heutzutage Sätze wie voraussichtliche Lieferung, ja, so irgendwann im ersten Quartal 2024 zu hören. Und entweder ist man dann damit einverstanden oder man bekommt einfach keinen Neuwagen. Das ist aber mehr als suboptimal, wenn man ganz dringend ein Alltagsfahrzeug braucht. Daher setzen viele Autohändler neben Gebrauchtwagen verstärkt auch auf junge Gebrauchte oder sogar Jahreswagen. Gerade junge Gebrauchte und Jahreswagen gehen teilweise für wenige Prozent unter dem Neuwagenpreis weg. Dabei sind viele dieser Fahrzeuge Leasingrückläufer, die schnell aufbereitet, gecheckt und wieder weitergeschoben werden. Das Geld, was Autohändler und Autohäuser damit verdienen, ist also recht gut. Versteht mich nicht falsch. Der Markt ist aktuell nun mal so, Angebot und Nachfrage sind hier die Stichworte, also bis hierhin ist alles legitim und ganz einfache Marktwirtschaft. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Das Geschäft im Geschäft im Geschäft. Dieses Prinzip von Angebot und Nachfrage führt nicht nur zu dem Ergebnis, dass die Preise steigen, es erhöht die Chance, dass Kunden nicht nur den teuren Preis in Kauf nehmen, sondern auch sogenannte Top-Leasing-Angebote in Erwägung ziehen. Wie es scheint, wird sich die Neuwagenproduktion in den nächsten Jahren nicht so schnell erholen können. Denn wenn man den Markt aufmerksam beobachtet, stellt man fest, dass Autohäuser ihre Kunden gerade bei Jahres- und jungen Gebrauchtwagen zu einem günstigen Leasingangebot umberaten wollen. Dabei sind die monatlichen Raten teilweise recht verlockend, aber wenn man sich die vorgeschlagenen Laufzeiten anschaut, bemerkt man, dass diese recht kurz gehalten sind. Meist liegen sie bei 36 Monaten. Und auch die Kaufoption ist bei vielen Leasingangeboten überhaupt nicht gegeben. Das heißt, dass man das Fahrzeug also im Anschluss nicht einfach abkaufen kann. So stellen die Autohäuser sicher, dass die Fahrzeuge schnell wieder zurückkommen und als normale Gebrauchtwagen weiter verkauft werden können. Ein Geschäft im Geschäft im Geschäft. Ein mindestens dreifacher Profitzyklus. Wenn man sich als Kunde aber weigert, ein Leasingangebot anzunehmen, dann bleibt einem entweder die Barzahlung oder die Finanzierung. Und hier wird es richtig interessant. Denn durch die stark angestiegenen Preise ist kaum jemand in der Lage, sein Wunschfahrzeug in bar zu zahlen. Ich meine, das war auch schon vorher der Fall. Aber als Kunde ist man durch die enormen Preissteigerungen noch abhängiger von den Finanzierungsangeboten und akzeptiert diese oftmals, weil das Wunschfahrzeug vermutlich schneller weg sein könnte als Lewis Hamilton von der Startlinie.
Und genau hier kommt die Fahrzeugfinanzierung ins Spiel. Die Kondition von Fahrzeugkrediten ist teilweise von 1,99%, wie es früher war, auf mindestens 5,99% gestiegen. Das sind ja nur 4%, mögen jetzt einige denken, aber so einfach ist das Ganze nicht. Denn diese 4% oder halt auch mehr treiben die monatlichen Raten auch mega schnell in die Höhe. Wenn man heute beispielsweise einen gut ausgestatteten Kompaktwagen kaufen möchte, muss man mit stark angestiegenen Raten rechnen. Wir haben also folgende Faktoren. Die Inflation steigt signifikant, folglich steigen irgendwann die Preise und auch die Zinsen signifikant. Dadurch erhöhen sich aber die Raten bei den Finanzierungen, was das Haushaltsbudget stärker belastet als je zuvor. Auf der anderen Seite steigen die Gehälter und Löhne eher marginal bis gar nicht. Das ist ein massives Problem für all jene, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Sie haben am Ende noch weniger Geld und müssen aufgrund der Kosten eventuell ganz auf ein Fahrzeug verzichten. Das Ergebnis: Dieses Szenario führt einfach dazu, dass immer mehr Fahrzeuge aufgrund der Kosten von den Straßen verschwinden werden. Die aktuelle Lage ist mit viel Wut im Bauch noch einigermaßen zu ertragen, jedoch wird es, wenn es mittelfristig keine Lösungen gibt, aller Voraussicht nach darauf hinauslaufen, dass sich viele von euch, die jetzt dieses Video schauen, in Zukunft nicht einmal mehr einen vernünftigen Gebrauchtwagen mehr leisten können, da sonst allein die monatlichen Fixkosten für die Fahrzeugfinanzierung schon einen Großteil eures Einkommens ausmachen würde. Wer also vorhat, ein Fahrzeug zu kaufen, sollte damit nicht mehr wirklich länger warten, denn an der aktuellen Situation wird sich nicht so viel ändern. Es wird vermutlich nur noch schlimmer. Und damit kommen wir zum Ende des Videos, aber ein Thema möchte ich noch ansprechen, denn viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, was nach dem Auto kommt. Viele denken ja, dass wir in Zukunft nur mit Elektrofahrzeugen und hier und da mit Wasserstoff- oder Synthetikverbrennern rumfahren werden. Das wird natürlich für einige der Fall sein, jedoch wird es auch in Zukunft sicherlich noch alte Verbrenner geben, die meisten auch nicht mehr jeden Tag durch die Straßen fahren werden können. Ob man es wahrhaben will oder nicht, die meisten Gering- bis Normalverdiener werden endgültig auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder sich andere Alternativen suchen, wie zum Beispiel Fahr- oder Lastenräder, Elektroscooter, Roller oder Motorräder. Und gerade letzteres wird jedenfalls in Deutschland in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage erzeugen. Warum? Weil es seit 2020 möglich ist, auch mit einem Klasse B Führerschein ein Motorrad mit bis zu 125 Kubik zu fahren, wenn man sich die B196 Erweiterung eintragen lässt. Die B196 Erweiterung erfordert 4x90 Minuten Theorieunterricht und 10 Fahrstunden à 45 Minuten. Das war's. Keine Theorieprüfung und auch keine Fahrprüfung. Das Ganze ist bei vielen Fahrschulen bereits für unter 1000 Euro zu absolvieren. Wenn also jemand von euch Interesse an dem kleinen Motorradführerschein hat, dann sollte er sich am besten jetzt darüber informieren und gegebenenfalls den B196 Erweiterungsprozess beginnen. Denn es wird nicht lange dauern, bis auch die ersten Fahrschulen ihre Preise nach oben korrigieren.